Ich finde es das erstaunlich, dass sie mich nicht sehen. Das finde ich ja immer noch am erstaunlichsten. Nummer 1. Habe ich dich. Ja, ist gut. Hat du feine Macht. Hat dich fein töten lassen. Wie viele haben wir denn hier fein? Komm. Zack, Nummer 2. Wir wollen das Ganze ja ein bisschen Spanferkel machen. Genau, Spanferkel. Nicht spannend, sondern Spanferkel. Nummer 3, da bist du. Ist aber auch sehr erstaunlich, wie einfach die, wie einfach mir die Kerle das machen. Au! Arschloch. Das hat weh. Ich muss gestehen, das Voice Acting ist verdammt gut von dem Kerl. Das sag ich nicht oft. Generell kann man sagen, das Voice Acting in den ganzen Batman-Teilen ist verdammt geil. Hier war noch was. Okay, ich sehe schon, worauf das hier hinausläuft. Ich schreibe mir den mal ganz fix auf. Ja, ich muss ja immer so ein bisschen Buch führen, weil ich vergesse das sonst. Intensivbehandlung. Was haben wir es denn? Intensivbehandlung. Ein Gatter, genau. Hä, wo haben wir es denn? Intensivbehandlung. Handlung. Lobby. Ein Gatter. Okay. Ein Gatter, ein Gitter, je nachdem, wie man es nennen möchte. Sowas ist für mich, ist es ein Gatter. Was denn? Ich bin wenigstens so ehrlich und sag das auch noch. So. Wo will ich denn jetzt hin? Das ist diese Frage. Wer will ich doch da hin? Das ist doch typisch. Ich und meine dumme Schnude. Da will ich hin. Hi. So viel dazu. Officer Bowles Spur endet hier. Ja, so viel dazu. Okay, jetzt haben wir das erledigt. Dead End. Kannst du mich hören, Batman? Ich weiß, du kannst. Hallo, Riddler. Das glaube ich nicht. Hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du wirst sehen. Bereit für die erste? Gut. Ja. Aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Okay. Scharf aufgenommenes Porträt. Also geschafft? Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Wum. Ich, Edward Nigma, habe rund um Arkham eine umwerfende Auswahl an Herausforderungen und Rätseln versteckt.
Kannst du sie alle lösen? Wirst du alle meine Trophäen finden? Bist du bereit aufzugeben? Dein mickriger Verstand ist für mich keine Konkurrenz. Aha. Okay. Ist auch sehr interessant. 240 Rätsel von Eddie Nigma. Die Sache ist, nee, das werde ich dann wahrscheinlich nicht machen, weil ich A, nicht alle kenne und B, nicht die Zeit, Lust dazu habe. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Ja. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. Tja. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Das ist nicht ich gut, ne? Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Das stimmt allerdings. Er war Abschaum. Ja, ihn konnte eh keiner ab, von daher. So, fliehe aus der Intensivbehandlung und zu der Oberfläche der Insel. Verstorben. Ruhig, ja, mit, naja. Mit dem Puls würde ich mich nicht als ruhig bezeichnen, aber okay. Tür öffnen! Oh, hi. Da kommen wir natürlich auch noch nicht ran. Das ist Versorgungskorridor, Riddler-Trophäe. Okay, ich vergesse sowas immer. Ich bin da ganz ehrlich, ich vergesse sowas und deswegen schreibe ich das lieber, okay? Versorgungskorridor. Riddler mit Spray. Ja. So, hier war irgendwas noch, oder? Ich habe das Rätsel vergessen. Das ist das Problem jetzt gerade. Du weißt nichts über Gotham, Jack. Stell dir herausfinden auf etwas ein. Jack, stell dich beim Herausfinden auf was ein. Aha. So. Ich weiß nichts über Gotham. Stell dich auf was ein. Für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor 2 Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Oh nee. Das ist die Stimme eures neuen Herrn. Oh, wartet. Ich hab das ausgelassen. Hier ist Joker! Arkham Island steht unter meiner Kontrolle und ist für euch Sperrgebiet. Wo ist dieses Radio? Welche Gesetzeshüter, Wachen oder Gutmenschen in Strumpfhosen auftauchen, lasse ich in ganz Gotham Bomben explodieren. Wo wird es sein? In einem Kindergarten? In einem Krankenhaus? In einer Milliardärsvilla? Alles ist möglich! Oi. Beschränkt worden. Der Luftraum ist abgeriegelt und erste Berichte legen nahe, dass Batman selbst auf der Insel gefangen ist. Woher weiß er das? Da und berichten live über alle Entwicklungen. Zurück ins Studio. Danke, Jack, und mehr darüber in Kürze. Werd nicht zu eingebildet, dunkler Ritter. Von jetzt an wird es immer schwerer.
Charakterbiografie: Jack Ryder. Jack Ryder ist ein Enthüllungsjournalist, der mit seinem umstrittenen Talkshow und seiner aggressiven Gesprächsführung immer wieder von sich reden macht. Natürlich ahnen die Zuschauer nichts von seinem alter Ego. Ryder ist nämlich kein geringer als der knallbunte Ordnungshüter Creeper, in dem er sich jederzeit verwandeln kann, wenn Lothar Mann ist. Letzterer steht meist auf der Seite des Guten und mindestens mit einem Bein in der Klapsmühle. Ja. Ich kenne den Creeper gar nicht. Frank Bowles kennen wir schon. Ah ja, irgendwas ist doch immer. So, hier wollte ich raus. Yay. Was ist hier unten? Hier unten ist doch irgendwas. Ich sehe nichts. Nichts sehe ich, also weiß ich auch nichts. Wer nicht weiß, der nicht gewinnt. Halt, Moment, was? Willkommen draußen. Wie man so schon sagt. Und das sieht nicht gut aus. Weil hier sind eine ganze Menge Leute. Können wir hier hoch? Genau. Hops. Willkommen an Arkham. Auf Arkham Island. In Gotham City. Oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Wer jetzt kommt, wieso jetzt kommt. Ziel erreicht. Hier unten haben wir zwei Wachen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Herrlich, hat er erzählt, dass Batmans Auto immer noch vor der Intensivbehandlung wartet. Aber ich will nicht, dass er die Insel schon jetzt verlässt. Jeder Verbrecher, Mörder oder Kindergartenerzieher, der nicht gerade Partybefehle ausführt, sollte dahin gehen und alles zu preisschlagen. Kindergartenerzieher? LOL? Tut mir leid, Sir, aber hier können Sie nicht lang. Es ist alles abgesperrt. Warum? Wohin führt diese Tür? Sie führte zur alten Pumpenstation. Kurz nachdem er herkam, hat Anschlagsleiter Sharp sie verschließen lassen, wegen des Sicherheitsrisikos. Ach Gott, ich ahne so Übles. Aber egal. So. Du bist meine... Du bist von mir. Obwohl, nee. Da ist ein Raider-Trophäe dran. Batman, du bist rausgekommen. Was passiert da hinten? Wir wurden hierher geschickt und dann gingen die Funkgeräte nicht mehr. Sie spielen immer wieder dieses verdammte Lied. Welches Joker Lied? Hat die Kontrolle über die Insel. Er hat euch hierher geschickt. Wie ist er rausgekommen? Ich meine, du bist hier und... Ein Wächter der Anstalt von Arkham namens Frank Holtz hat euch alle betrogen. Er hat Joker bei der Flucht geholfen und wurde von ihm getötet, als er ihn nicht mehr brauchte. Das nenne ich Loyalität. Brauchst du Hilfe? Nein, du und deine Männer sind hier sicherer. Falls ich was brauche, finde ich euch. Okay. Louis Green. Hier oben kommen wir natürlich nicht lang, das ist blöd. Mal gucken, ob wir hier irgendwo was haben, wo wir reinkommen. Natürlich nicht. Können wir hier irgendwas... Ach, es ist doch wieder mal das Typische. Da müssen wir rein. Da will ich rein. Haben wir hier irgendwo was? Kann mich jemand hören? Hallo, ist da jemand? Hallo, hallo, ist da jemand? Hallo? Arkham Ost, okay. Hallo? Was? Batmobil-Sensorenalarm? Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Und da vorne ist es. Okay, wunderbar.
Und ich habe hier was vergessen, weil so wie es scheint, war hier noch was. Weil wir finden ja überall Riddler-Trophäen und ich meine, hier war was. Nö, scheinbar nicht. Doch! Meine Paranoia hat sich gelohnt. Natürlich war das leicht für dich. So sollte es auch sein. Ha! Wenn das leicht war. Vor allem, wenn man auf sowas nicht kommt. Okay. So, ich will mein Auto haben. Dude, where is my car? Oder so. Ja. Dann wollen wir mal. Wenn man so schön sagt. Zwei Gegner unbewaffnet. Du bist nicht mein Gegner, aber bewaffnet. Was bist du denn da vorne? Ach, der falsche Knopf, das bist du. Und auch mit Mo! Ich habe in den Nachrichten gehört, was passiert ist. Ich dachte, Joker zurückzubringen wäre eine gute Idee. Hatte ich auch. Bleiben Sie hier, während ich mich darum kümmere. Okay. Natürlich mit der Flasche, na, ach, das sah so aus, ob er eine Flasche hatte, egal. Aufgezeichnetes Patientenschicksal. Das Objekt hat keinen dokumentierten Namen. Alias Name Joker. Im Raum befindet sich Anstaltsleiter Scharf und ich, Dr. Young. Ist das wieder einer dieser langweiligen Psycho-Charakterisierungstests? Nein, ist es nicht. Also, du bist der berühmte Joker. In Fleisch und Blut, na dann? Wollen Sie, dass ich mir wieder die Tintenkleckse anziehe? Hey, Schappi, hat sie nicht mal eine Krankenakte bekommen? Sei still, Frau. Jeder Arzt, der dich je befragt hat, diagnostiziert eine andere Psychose. Alles Mögliche von multipler Persönlichkeit bis hin zu... Naja. Die Liste ist endlos. Ich tue mein Bestes. Das glaube ich nicht. Jede Krankheit kann geheilt werden, wenn man die richtige Behandlung anwendet. Aha. Nächste Riddle-Trophäe. Das stimmt. Die war wirklich leid. So leicht, dass sie eine Blackgate-Häftlinge darstellt. Was ist hier los? Ich habe vor 30 Minuten einen Funkruf erhalten. Ich soll herkommen und weitere Befehle erwarten. Ja. Dieser Anruf hat ihr Leben gerettet. Bleiben Sie hier. Was soll das heißen? Egal. Hoppa! Durch mit uns! Lebst du noch? Du bist bewusstlos. Ich kann nicht glauben, dass sie Jackson getötet haben. Ich glaube, du bist tot. Ihrem Kollegen. Ich mach dem ein Ende. Jetzt. Jetzt. Hier. Sofort. Oder so. So, wie kommen wir da durch? Das ist hier die Frage. Au. Und seit ich hier bin, wollte ich mit der Fledermaus allein sein. Der Typ hat mich von diesem Gebäude in Gotham entlassen. Ach. Wirklich? Das finde ich ja schön. Einmal so. War eigentlich sehr lustig, dass er den Schlachter hinten nicht mitkriegt. Ach, ich frag lieber nicht. Du bist der Zweite. Hi. Goodbye. Warum brichst du ihm nicht einfach das Genick? Du hast doch gerade die Chance dazu. Aber nein, Batman ist ja jemand, der... Ach, ich sag dazu nichts mehr. Batman, der dunkle Ritter. Der nette. Ach. Tweety, Tweedle, sahen es und was weiß ich was. Na komm! Wumm! Ich sag euch doch schon,
Leute, ihr macht nicht den Fehler, mich mit irgendwelchen stumpfen Gegenständen zu schlagen. Ich glaube, mein Auto ist so ein bisschen kaputt. Oh! Das muss doch wehgetan haben, oder? Es gibt einen Vorrat an Explosivgel im Kofferraum des Batmobils. Vielleicht. Yay! Explosivgel! Yay! Und das große Backtracking geht los. Fick. Ja. Sehr schön. Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Ich muss eine Spur am Tatort um das Batmobil isolieren, die mich zu Gordon führt. Erstmal so und dann zünden. Hoppa. Karte. Du hast also eingewilligt und meine Karte genommen. Ich hoffe, sie wird dir helfen. Ja. Definitiv. Ich sitze nur hier und sehe mir Cartoons an. Wenn einer von euch sauberen Blick geht, weil ich an sich langweilen, dann soll er rüberkommen und mich treffen. Und schaut nicht hoch, wenn ihr die Tür öffnet. Sonst verderbt ihr mir die Überraschung und mein Experiment. Aha. So. In diesem Sinne, da ich hier gerade einen Speicherpunkt habe, sag ich dann mal halt. Sag ich dann mal bis zum nächsten Mal bei Batsy Arkham Asylum. Tschüss, tschüss. Hier fällt alles auseinander. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen, als hochklettern. Ganz auf die altmodische Art. Na gut.